Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video für das Interface. Das ist allerdings nur rein optional. Das ist jetzt mein neues Interface. Ich habe nämlich etwas Schönes gefunden und einige haben schon in letzten Videos gefragt, wie ich das gemacht habe, wo sie das herbekommen und so weiter und so fort. Und genau darum soll es heute gehen. Denn ihr seht, es ist ein bisschen anders als das bisherige Interface, was ihr schon downloaden könnt. Ich habe nämlich Folgendes getan. Ich habe erstens das Titan Panel rausgeschmissen, weil das nur rumbuggt und einfach nicht richtig aktualisiert wird. Das heißt, in BGs oder bei den Insel-Expeditionen und so weiter hast du ja oben immer diese komische Anzeige von Blizzard. Und das rutscht immer hinter das Titan Panel. Das habe ich richtig aufgeregt. Deswegen habe ich es rausgeschmissen. Braucht man streng genommen sowieso nicht. Das ist halt so eine Geschmackssache. Stattdessen haben wir jetzt hier oben das Mikromenü, ja. Und wir haben hier rechts oben, seht ihr quasi auch keine Map mehr, auch keine Buffs mehr, sondern wir haben jetzt hier oben unsere ganzen Quests und Erfolge, die wir uns einblenden. Das ist eine Liste. Ich kann das mal, warte mal, habe ich irgendwie Quests hier? Nee. Ich würde euch das gerne mal zeigen. Wie mache ich denn das? Erfolge. Ich kann mal hier so ein paar Erfolge verfolgen. Weiß nicht, ob das geht. Achso, die habe ich in, warte mal, ich muss hier mal, nehmen wir mal Schlachtzüge, irgendwas. Keine Ahnung, was ich noch nicht habe. Den hier. So, ne? So, und dann nehmen wir noch den hier mit rein, zum Beispiel. Und dann nehmen wir den hier noch mit rein. Darf ich dann alle wieder rauslöschen. Und dann seht ihr hier, das ist halt so eine Liste. Und das Interface-Addon dafür lautet Guild Wars 2 UI. Ihr habt dann hier oben dieses Symbol, ja, wird dann zu einem Pfeil, der euch quasi die Richtung weist, wo es hingeht, wenn es jetzt eine Quest ist. In dem Fall sind es Erfolge, die sind das auch so ein bisschen Mönchsfarben hinterlegt, die Quests sind dann wieder anders aus. Guckt mal in den letzten Videos, da war immer mal was eingeblendet von irgendwelchen Quests. Ich finde, das ist eine ganz schicke Übersicht und da sind zum Beispiel auch bei Dungeons, kann ich euch mal kurz zeigen, da gehen wir einfach mal während ich quatsche hin. Da habt ihr auch eine schicke Dungeon-Übersicht. Auch die Mythic Plus Sachen sind dort integriert mit schönen Balken und so weiter. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und auch der Schwierigkeitsgrad wird angezeigt in diesem Ding und so weiter. Ihr werdet gleich sehen, ich gehe mal in Dungeon rein und dann zeige ich euch das. Das Ganze ist kombinierbar mit dem bereits bestehenden Interface. Man muss eigentlich auch nichts Besonderes runterladen. Es gibt diesmal auch keinen Download-Link oder irgendwas, weil ich zeige euch, was ihr einfach nur, das sind nur ein paar Haken, die ihr klicken müsst. Und dann geht das auch schon direkt. Das Einzige, was ihr euch runterladen müsst, ist das Guild Wars 2 UI. Das gibt es bei Curse ganz normal. Einfach runterladen. Und dann zeige ich euch gleich, was ihr dafür Haken setzen müsst, um das genauso zu haben wie ich. So, ich gehe mal hier in das Dungeon rein. Ich stelle mal auf Mythisch, wenn es nicht schon ist. Auf Mythisch, genau. Und dann achtet mal hier oben auf diese rechte Liste. Dam, 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 dam. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich geil, weil es eine angefangene ID ist. Warte mal. Ach, kurzer Cut. Einen Moment. Ich mach das nochmal neu. Moment. So, ich hab's nochmal jetzt, die ID hier zurückgesetzt. Also, so sieht's dann aus. Dann haben wir hier halt episch, Riesenflöz, da hinten steht der mythische Schwierigkeitsgrad. Und dann hier die Bosse. Und wenn jetzt Mythic Plus wäre, rein theoretisch, dann gäbe es hier noch so einen Balken und auch die Zeitanzeige ist alles hier integriert. Kann ich euch nur jetzt gerade zeigen, weil ich will jetzt nicht mein Key dafür versabbeln. Aber ich denke, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen, das ist dann hier ebenfalls mit drin. So, was müssen wir tun? Also, wie gesagt, Titan Panel muss raus, sonst geht das hier nicht so hübsch, wie ich das hier gemacht habe. Es gibt noch ein paar weitere kleine Sachen, bevor ich euch zeige, wie es geht. Und zwar zum Beispiel das Charakter-Frame. Kann man sich einstellen, habe ich jetzt hier nicht. Ich habe hier stattdessen jetzt das Zauberbuch und Talent-Frame. Das ist hier bei dem Addon quasi vereint. Das sieht dann so aus. Ihr habt dann hier eure normalen allgemeinen und passiven Fähigkeiten von dem Char. Ihr habt eure spec-spezifischen Fähigkeiten, die aktiven und die passiven, schön hier unterteilt. Keine Seiten mehr, die man durchscrollen muss. Sieht sehr, sehr schick aus, wie ich finde. Dann haben wir hier die PvP-Talente mit dem War-Mode, alles auch dabei. Das sind die aktiven, die können das hier anklicken und können hier entsprechend zwischen aktiv und passiv einfach wechseln, die PvP-Talente und Begleiter. Wenn wir jetzt ein Hunter wären oder so, hätte man hier noch das Begleiter-Frame und auch dann den Talentbaum. Und ich kann auch einfach umspecken, ich kann das hier anklicken und dann switcht der einfach um, mache ich jetzt aber nicht. Und dann sind hier die Talente jetzt nicht mehr so wie im normalen Interface, quasi die ersten, also so die drei zusammenhängenden oben, dann nächste Reihe, ne, sondern es ist quasi von links nach rechts sortiert und hier mit solchen Linien
sieht halt ein bisschen hübscher aus. Einfach ist halt so eine Geschmackssache, ne? Ich finde es ganz geil. Und auch die Berufe sind hier so in so einem Berufsfenster mit drin. Kann man sich aber auch, wie gesagt, da customizen. Das müsst ihr euch mal in Ruhe angucken. Das Ganze läuft, wie gesagt, hier über das Guild Wars 2 UI. Und das ist dieses Menü. Und da könnt ihr euch hier die ganzen Dinge, die ihr haben wollt, einfach anzeigen lassen. Ich blende euch das einfach mal so ein. Das heißt, wenn ihr euch das runterladet, das Addon, könnt ihr einfach die Haken so setzen wie ich. Das sieht genauso aus wie bei mir. Auch die Map hier ist vom Guild Wars 2 UI. Da sind unten die Koordinaten mit dabei. In dem Fall hier jetzt im Dungeon gehen sie nicht und halt noch die Uhrzeit. Und wir haben hier den Kalender. Hier wäre jetzt das Postsymbol, da wo jetzt gerade nichts ist. Hier ist jetzt der Dungeon-Browser, wenn ich mich irgendwo anmelde. Hier, das ist auch ganz schick. Ihr seht, ich habe hier keine Addon-Symbole in der Map. Ne? Stattdessen habe ich die alle hier drin, in so einem kleinen Extra-Frame, kann ich hier aufmachen. Und dann sehe ich meine Addons. Und Missionen, also hier dieses Missionsinterface von Blizzard mit den Anhängern. So, also das wäre quasi der erste Part, die Module. Dann haben wir hier, das müsst ihr euch selber einstellen. Also, ob ihr das haben wollt oder nicht, ich hab's halt nicht, ne? Ziel des Ziels, Gesundheit in Prozent und so weiter. Das kann man machen. Ich zeige euch gleich noch, wie das aussieht, wenn ihr nur dieses Addon benutzt. Das ist nämlich auch nicht schlecht, ist aber auch Geschmackssache. Mir ist es halt ein bisschen zu wenig. Ich habe das weiterhin halt über hier 11 UI, ne? Ziel des Ziels, Fokus und so weiter. Also, das habe ich alles komplett leer. So, hat... Kompass einschalten, das ist hier oben dann dieser Kompass, der sich dann bei der Quest einblendet. Dynamisches HUD habe ich auch an, den Rest ist alles hier deaktiviert. Gruppe ist auch deaktiviert, habe ich das Blizzard eigene Raid Frame. Und dann haben wir hier unten noch die Profile. Da habe ich jetzt eben ein Profil und ja, genau. Dann müssen wir nur speichern, neu laden und fertig. Ganz simpel. So, das wäre das. Und beim 11 Uhr Ei haben wir noch eine weitere Neuerung. Und zwar, ich habe hier einmal die Plugins von Logslab drin. Das könnt ihr euch einfach bei Curse runterladen. Das ist so eine kleine Extension einfach nur fürs 11 UI. Nur runterladen, dann ist das hier auch drin. Und das sind hier diese Raid-Markierungen. Weil ich habe hier rechts in meinem, in diesem rechten Chatfenster quasi, habe ich mir jetzt nochmal zwei extra Leisten reingekloppt. Und hier habe ich jetzt die Raid-Markierungen drin. Die waren vorher, ich habe vergessen, wo die vorher waren. Ihr wisst wahrscheinlich noch. Und da kann ich jetzt halt sagen, okay, ich packe jetzt hier mal so ein Raid-Frame hin. Ne? Warte mal, kurz wegschieben hier. Kann ich mir halt einfach hier rechts rausziehen mit Shift-Links-Klick. Und das ist sehr angenehm. Und ich kann natürlich auch meine Ziele hier durchmarkieren, indem ich einfach durchtappe und dann denen ihre Marks gebe. Das geht auch sehr, sehr gut eigentlich. Ne? Das ist halt hier einfach mit immer mit dabei. Das ist halt dieses Extension-Ding von Logslab. Einfach mal bei Curse im, gucken, das findet ihr dort. Und darüber hinaus, also hier, das sind die Einstellungen, ne? So habe ich es eingestellt. Und darüber hinaus haben wir noch das Addon Shadow and Light. Das hat eigentlich nur einen einzigen Sinn. Ich hatte bisher das Addon Deja Character Stats. Und ich finde einfach dieses hier hübscher. Das ist aber reine Geschmackssache. Das müsst ihr euch nicht runterladen. Ihr könnt auch weiterhin Deja-Charakter-Sets benutzen. Ich zeige euch nur mal ganz kurz, wie ich es eingestellt habe. Also wenn ihr euch das auch runterladet, gibt es auch bei Curse, ja. Einfach hier auf Module klicken und dann sucht ihr euch hier. Warte, ich muss ganz kurz gucken. Armory Mode raus. Ja, da macht ihr den Haken nur hier rein. Und dann könnt ihr hier alles, ich klicke es mal kurz durch, dass ihr seht, was ihr da anklicken müsst. Ich mache es mal nicht allzu schnell. Ja. So, weiß nicht, was da standardmäßig schon aktiviert ist, nur dass ihr es seht. Hintergrund ist das, Verlauf ist das. Farbe kann ich euch nochmal kurz hier so aufmachen, da habt ihr unten nochmal die, die Farbcode, wenn ihr mögt. Item Level, ja, Schluck auf. Item Level, also Azerit Level, Verzauberungsstring. So, ich denke, das reicht so. Ihr könnt ja auch das Video dann pausieren, wenn ihr das einfach euch einstellt. Haltbarkeit. Und Edelsteinsockel. Ne? So. Das ist auch schon alles. Inspect Armory habe ich deaktiviert, weil das nervt nur. Weil das Problem ist, beim Inspect Armory, es sieht dann genauso aus wie bei eurem Charakterframe. Ich zeige es euch gleich nochmal. Aber er kann nur die inspizieren, die neben ihm stehen. Alle anderen werden irgendwie nicht angezeigt. Deswegen, das würde ich weglassen. Und das ist der Verzauberungsstring, aber das könnt auch alles so lassen, wie es ist. So, also das ist nur rein optional. Das ist einfach nur quasi ein Skin für das Charakterframe. Das sieht dann nämlich so aus. Und ich finde, das sieht sehr, sehr geil aus. Ihr seht hier an diesen Färbungen, ist es episch. Ihr seht das Item-Level direkt daneben. Die Haltbarkeit in Prozent. Ihr seht, ob ein Sockel drin ist. Ihr seht die Verzauberungen. Wenn hier eine fehlt, würde es auch angezeigt werden, dass die halt fehlt.
Und ihr habt auch alle Stats hier wunderschön in einer wunderbaren Liste. Auch die, die Blizzard euch nicht mehr anzeigt, wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, Lauftempo habe ich, glaube ich, hier gerade ausgeblendet. Doch, hier ist es, Bewegungsgeschwindigkeit. Ne? Also diese ganzen Stats seht ihr hier auch. Ich finde, es sieht halt wirklich sehr, 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 sehr cool aus. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ja, der Rest ist ganz normal Standard. Ne? So, das wäre bei 11 UI. Und ansonsten ist bei 11 UI eigentlich nichts weiter einzustellen. Ich klicke mal ganz kurz hier die Skins an, dass ihr hier nochmal seht, das sind alle Haken gesetzt, bis aufs Schlachtzugsfenster und die Ziele. Ganz wichtig, die Ziele auch nicht einblenden, weil das ist hier rechts das, das wollen wir ja von dem anderen Addon haben. Deswegen Schlachtzugsfenster deaktiviert und Zielefenster deaktiviert. So, das wäre das. Ansonsten ist alles quasi gleich geblieben, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe noch eine Sache geändert, nämlich ich habe Aktionsleisten, das Mikromenü ausgeschalten, weil das bekommen wir auch von dem Guild Wars Ding und das hier oben, ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Da kann ich echt nicht meckern. Aber alles andere ist standardmäßig geblieben. Ich habe dann nur über die Ankerpunkte hier, seht ihr, den ganzen Kram nur noch hier zurechtgezogen, dass ich das ein bisschen hübscher habe. Ne? Dass es halt nicht hier sich oben drüber liegt, wenn ich jetzt mein Pet zum Beispiel beschwöre, dass es halt hier erst anfängt und nicht ganz oben und so weiter. Ne? So, ja, ansonsten mehr ist es auch eigentlich nicht. Was ihr ebenfalls noch von Guild Wars 2 UI bekommt, ist diese Leiste hier unten. Stufe 21 ist die Artefaktstufe. Und dann geht das bis Stufe 22, unten dann der blaue Balken, der grüne zeigt euch den Ruf an, das ist ein dynamischer Balken, der ist geil, der passt sich nämlich der Situation an. Also wenn ich jetzt ins BG gehen würde, kann ich ja mal, ne, kann man ja mal machen, kann ich euch mal kurz zeigen. Zu husten. So, wenn ich jetzt ins BG gehen würde, weiß nicht, wie lange das jetzt hier dauert, kurz hier anmelden. 13 Minuten Alter, Arena Geplänkel. Okay, dann breche ich mal das hier ab. Arena Geplänkel, geht das wenigstens schnell? Oh. Oder quatsche ich mittlerweile noch ein bisschen? Also die Leiste passt sich an, je nachdem, was ihr macht. Wenn ihr das mit dem Twink einloggt zum Beispiel, dann hat der unten natürlich kein Artefaktstufenlevel, sondern der hat dann eben dort seine EP mit dabei. Ja? Und wenn ihr im PvP seid, dann habt ihr dort eure Ehrenlevel. Das heißt, diese Leiste passt sich immer dem Bedarf, den ihr gerade habt, was ihr wissen wollt, an. Und wenn ihr mit der Maus begeht, dann habt ihr eh alles. Ja. In dem Fall, was ihr halt sehen könnt. Artefakt macht und mein Ruf von Champions von Atheros. Erfahrung ist es ausgeblendet, würde aber auch angezeigt werden, rein theoretisch. Aber ich bin halt Max Level, deswegen ist es halt deaktiviert. Ja. So, na komm, geh auf, du musst PvP. Ich habe überlegt, ob ich euch jetzt wieder zum Download gebe, aber es ist eigentlich Quatsch, weil es sind wirklich nur ein paar Haken zu setzen und das Ding runterladen und dann nochmal ein paar Haken setzen. Das ist eigentlich schneller gemacht, als wenn ihr da irgendwas erst runterladet, dann das Profil geht wieder nicht und hin und her. Eigentlich Blödsinn. So, jetzt seht ihr das. Ne? Jetzt haben wir unten quasi die blaue Leiste. Die ist eben normal Artefakt-Level. Und die rote, und das ist halt die Ehre. Und da haben wir halt Stufe 51, bin ich jetzt von der Ehre her bis Stufe 52. Eine schöne Anzeige. Und wenn ich mit der Maus drüber gehe, sehe ich halt trotzdem wieder Champion von Atheros Ruf, Ehre und Artefakt macht. Das heißt, wir haben also immer alles in einer Leiste kombiniert. Ihr braucht nicht mehr verschiedene Leisten haben, die irgendwo rumfummeln. So, ich lief es hier aber wieder, weil nicht, dass es, warte mal, so. Zack, da kann nämlich ein anderer nachschauen, der wirklich PvP machen will. Das wäre das. Und jetzt mache ich nochmal einen kleinen Cut und dann zeige ich euch fix, wie dieses Interface aussehen würde, wenn wir nur dieses Interface verwenden. Also nur das Guild Wars 2 Interface, weil es ist halt immer ein bisschen Arbeit, für die Twinks alles einzurichten. Und mit dem Guild Wars 2 Interface habt ihr ein wunderbares Interface, was für Twinks absolut ausreichend ist. Ausreichend ist. So, und das will ich euch noch fix zeigen. Weil ich meine, wenn ihr es eh drauf habt, dann könnt ihr es ja auch dann dafür nutzen. Und natürlich nur, wenn ihr mögt, ne? Logischerweise. Deswegen, kurzer Cut. Bis gleich. So, ich mache jetzt hier mal mein Paladin. Mache jetzt alle Addons aus. Und mache jetzt wirklich nur das Guild Wars 2 UI an. Ihr seht es, ne? Ich habe nur das eine jetzt aktiviert. Und lade das Ganze mal. Und ich nehme es auch nicht mein Profil, sondern ich nehme jetzt das Standardprofil, so wie es aussieht, wenn ihr es euch runterladet. Weil das ist eigentlich schon verhältnismäßig gut eingestellt, muss man sagen. Also, da kann man eigentlich wirklich nicht meckern. So. Ja, ich sollte vielleicht noch das Profil anklicken. Moment. Standardeinstellung. Lade ich jetzt. Ja, möchte ich. So, speichern und neu laden. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja,
ist vielleicht so ein bisschen Geschmackssache. Ich gehe mal in meine Garnison, dann zeige ich euch mal so ein paar Sachen davon. Aber wie gesagt, da kann man echt eine ganze Menge mitmachen und kann sehr, sehr simpel mal schnell seinen Charakter leveln, ohne dass man jetzt tausende Addons einstellt und hat trotzdem eine gute Übersicht, vernünftige Leisten und so weiter. So, pass auf. Also, Hotkeys könnt ihr euch noch setzen, das ist dann kein Problem. So, ich nehme jetzt hier mal meinen Reittier. So, und ihr seht, also wir haben hier wieder rechts oben die Quests, ganz normal. Es ist eine andere Schriftart, aber ist egal. Das ist Standardschriftart. Wir haben hier unten die Map, ganz normal, so wie ihr es erkennt. Wir haben hier den Chat, ja, der blendet sich dann so ein bisschen aus, wenn ich mit der Maus weggehe. Na, da hängt er dann so ein bisschen in der Luft rum, sieht nicht ganz so geil aus, aber ich finde es okay, kann man so nehmen. Es wäre mir lieber, wenn das immer angezeigt würde so. Aber wie gesagt, das ist sowieso Geschmackssache. Dann haben wir hier unten jetzt diese Leisten. Also wir haben die linke Leiste, die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buttons und die rechte. So, das heißt, im Prinzip habt ihr so erstmal ein relativ simples, einfaches Interface. Ihr habt hier rechts eure Buffs angezeigt, ja. Rechts ist euer Mana auch dann darunter. In der Mitte ist euer Live-Pool in Form einer roten Kugel. Und wenn ich jetzt hier mal angreife, dann habt ihr jetzt hier oben das Target. Also das ist nicht mehr hier unten irgendwo, sondern es ist einfach nur hier oben. So, und ihr seht das schon, wenn ich Infight bin, dann ploppen meine Zusatzleisten auf. Die sind einfach nur jetzt hier drüber. Ja? So, die Holy Power wird hier einfach angezeigt. Zack, seht ihr ja. Wir haben die ganzen Buffs, die laufen hier auch durch. Im Rahmen quasi wird die Dauer angezeigt und dann nochmal die Zeit darunter. Also das ist sehr, 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 sehr übersichtlich und wirklich, wirklich gut. Da kann man echt nicht meckern. Und ja, wir haben dann hier noch eine extra Leiste. Das könnt ihr euch, wie gesagt, dann nochmal einstellen. Da müsst ihr nur hier reingehen und sagen, okay, ich kann zum Beispiel sagen, hat bewegen. So, und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte gerne diese Leisten hier irgendwo anders hinschieben. Oder ihr könnt sie sogar, glaube ich, deaktivieren. Packe ich mal hier rüber, dass sie nicht nerven. Und dann habt ihr hier Target Frame, Target, Target Frame, Focus Frame, Focus Target Frame. Das könnt ihr euch auch einfach noch zurechtziehen, ne? Wenn ich den jetzt hier ins Target nehme, seht ihr hier, das ist er. Dann kann ich jetzt hier irgendwo anders hinschieben. Wenn ihr sagt, okay, ich will den aber jetzt zum Beispiel, ich will den jetzt hier, warte mal, mittig haben. So zum Beispiel, ne? So. So, Target, Target. Packe ich mir dann auch einfach so daneben. So zum Beispiel, ja? Hat Sperren. Dann lädt er kurz neu. Das ist total easy. Und dann habt ihr es hier unten. Also wirklich so, wie ihr es haben wollt, relativ schnell und einfach zusammengewurschtelt. Für Twinks eine super Sache, für Einsteiger eine super Sache, ein wunder, wunder, wunderbares Interface. Mir ist es halt einfach ein bisschen zu wenig, was man einstellen kann. Ich gehöre halt eher zu den fortgeschritteneren Leuten, ohne dass ich mich ja selbst irgendwie dingsen will, aber ich mag es halt, wenn man mehr einstellen kann. Man kann es hier nicht viel einstellen. Der Vorteil ist, man kann nicht viel falsch machen, aber ja. Wie gesagt, ihr könnt euch noch die HP in Prozent anzeigen, ne? Weil so seht ihr ja jetzt gar keine HP. Gesundheit in Prozent und Gesundheitstext anzeigen beim Ziel. Kann sein, dass ich mal kurz switchen muss. Oder, genau, ich muss speichern und neu laden. Das müsst ihr immer machen. Stimmt, da war nämlich das Problem. Genau. Und da habt ihr auch die Prozentanzeige drin mit allem drum und dran. Einen netten Live-Balken, wie ich finde. Sieht wirklich ganz cool aus eigentlich, ne? So. Und das könnt ihr auch, wie gesagt, ihr könnt hier viele Sachen noch customizen, aber halt nicht so viel. Es ist halt so relativ, so eine Mischung. Es ist aber wirklich ein gutes für Einsteiger. Das kann man auf jeden Fall sagen, ne? So. Und auch eigentlich ganz cool, dass diese Leisten hier nur aufploppen, wenn ich mit der Maus drauf gehe, beziehungsweise wenn ich in Fight bin. Sobald ich im Kampf bin, ne, sind alle Leisten da, klong. Gar kein Problem. Weiß nicht, warum dies hier angezeigt wird und die andere nicht. Dann müsste man das nochmal nachgucken. Kann ich hier mal schnell schauen. Was ich schnell herausfinde. Module. Aktionsleisten. Ja. Gut, das ist halt das Ding, ne? Ich kann da jetzt nicht wirklich Rahmen anzeigen, Mikromenü ausblenden. Könnt ihr sogar auch noch, ne? Könnt ihr ausblenden. Kompass, Aktionsleisten ausblenden. Ja. Ja, gut. Ist halt so eine Sache. Aber ihr könnt sie euch dann einfach auch wegschieben, diese Leiste. Wenn ihr sagt, oh nee, die finde ich kacke, diese Leiste, dann packt sie halt einfach irgendwo anders hin oder was weiß ich. Ist ja nicht so schlimm. Aber ihr habt auf jeden Fall auch mehr als genug Platz für eure ganzen Fähigkeiten. Und eben auch die Möglichkeit, direkt Hotkeys darauf zu legen, ne? Könnt ihr auch machen.
So, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Das wäre mein Video zu der ganzen Thematik. Und achso, das Charakter, vielleicht nochmal kurz die Frames. Die sind nämlich auch ganz nett. Also, das Inventar habt ihr ja schon gesehen. Ne? Kann ich mir auch hier auch noch mal größer ziehen, wenn ich das will. Aber unendlich geht's nicht. Ja, doch, also man kann es hier wirklich auch sehr, sehr groß machen. Wenn man das denn will. Dann haben wir natürlich, was haben wir noch für Dinger? Wir haben das Charakterfenster. Und das ist jetzt ganz cool. Das ist nämlich jetzt ein kombiniertes Charakterfenster. Das heißt, wir haben hier alles drin. Wir haben hier also unseren Charakter mit der Ausrüstung, mit dem Ausrüstungsmanager, den Titeln, auch in der hübschen Optik, wie ich finde. Wir haben unsere Zauber, das kennt ihr schon, das habe ich euch vorhin schon gezeigt, und die Berufe. Wir haben aber auch die Abzeichen hier jetzt so mit drin. Weiß nicht, was Information ist, keine Ahnung. Und Ruf. Ja, also auch das Ruffenster ist hier mit integriert. Und das ist eine nette Übersicht. Ja, wenn ich Battle for Azeroth, ist eine wunderbare Übersicht. Legion, da sehe ich alles ordentlich sortiert. Wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Da kann man echt nicht meckern. Ja. So, Gildenfenster, weiß ich gar nicht, wie das aussieht. Okay, da gibt es hier keins, offenbar. Kann man auch gar nicht schieben, die Kacke hier. Blöde neue Gildenfenster, ich hasse das. Egal. Also das geht auch. Und hier oben haben wir jetzt unsere Kontakte. Und da können wir jetzt hier Spieler direkt einladen, wenn wir das wollen, mit Namen oder halt ganz normal. Ich sage, auf O drücke, habe ich meine normale Kontaktliste. Und ja. Sammlungen sind auch normal aus. Also es customize nicht alles, aber eine ganze Menge Zeug auf jeden Fall. Gilde, Questlog, Erfolge, Spezialisierung. Ja, das ist das Ding und Inventar. Ja, genau. Okay. Ja, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir ruhig mal Feedback dazu. Und ich würde sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.